Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info aus dem XBS Blogspot. Ja, er hat uns wieder ein paar neue Bilder zukommen lassen. Guck mal hier. Jetzt haben wir schon mal den ersten Eindruck, was so auf uns zukommt. Wir sprechen hier von der Volvo F10, F12, F16 Reihe. Und von 77 bis 93 wurden die hergestellt und ich schätze auch mal zumindest wirkt so den Eindruck, dass wir da den einen oder anderen aus dieser kompletten Baureihe kriegen. Wenn wir uns mal die LKWs mal so anschauen, das ist schon mal der kleine. Und ich glaube, ihr seid da ein bisschen mehr oder der ein oder andere von euch ist bestimmt ein bisschen mehr in diesem Thema. Welcher LKW ist aus welcher, ich sage jetzt nicht Baureihe, aber welchem Baujahr ungefähr. Vielleicht können wir es ein bisschen aufschlüsseln. Also da bin ich nicht ganz so fit, ne? Der schaut schon ziemlich so alt aus. Der natürlich auch, klar, aber mit Hochdach. Der hier und dann haben wir natürlich dann auch noch hier mit den viereckigen Scheinwerfern. Das kann man dann hier gut sehen, auch den breiteren Blinkern. Und natürlich der Kühlergrill ist dann auch hier schon wieder anders. Ne? Das kann man eigentlich sehr gut erkennen. Wie weit das die zwei jetzt als Beispiel mal auseinander sind vor den Baureihen, das weiß ich nicht so genau. Aber ich zumindest sieht es schwer danach aus, dass XBS vielleicht sagt, okay, wir machen so ein älteres Modell und wir packen noch ein zweites mit zu, was einfach schon, naja, ich sag mal, ein bisschen aufgehübscht ist, ne? Modernisiert ist, nennt wie ihr es wollt. Aber die Bilder sehen cool aus, mir gefällt es, was ich hier sehe, es geht voran. Und wenn man das sieht, das ist schon richtig geil. Ne? Toll, toll, toll. Das sind auf alle Fälle diese Cap-Optionen, die uns dann, oder die er uns dann zur Verfügung stellt. So, jetzt nochmal ganz runter, wenn wir noch ein bisschen runterscrollen. Wir haben ja in den letzten Wochen ein paar Screenshots gesehen vom Interieur schon, vom Handknüppel, dann so genauso wie hier vom Dashboard, von den Elementen, das alles sehr, sehr, sehr hübsch und fein aussieht, wenn das so kommt. Ne? Das waren die ersten Bildchen. Das war das allererste Bild und so weiter und so fort. Und wie schon gesagt, bitte unten auf Folgen klicken, ist auch ganz wichtig. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema hier noch, dann dürft ihr es gerne machen, indem ihr es kommentiert hier im Blog. Da, Blog, könnt ihr kommentieren oder hier unter dem Video. Und dann finden wir vielleicht mal raus, welche LKWs aus welchem Baujahr sind. Vielleicht weiß es einer von euch gerade hier und dort. Das wäre sehr interessant. Gut, dann wisst ihr das mit Bescheid. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.